Österreich wird in Abstimmung mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober Tschechien auf bilateralem Weg mit 30.000 Impfdosen unterstützen, kündigt kurz nach Angaben des Bundeskanzleramts am Freitag an. Man sieht es sehr positiv, dass wir auch aus anderen europäischen Ländern Bereitschaft dazu vernommen haben. Tschechien hat gemeinsam mit Österreich und Slowenien den ursprünglichen Plan zur Umverteilung von 10 Millionen BioNTech-Pfizer-Dosen in der EU zugunsten von Nachzüglern abgelehnt und hat dadurch letztendlich rund 140.000 Dosen im Rahmen eines Solidaritätsausgleichs nicht erhalten. Kurz kritisierte dies. Mit einigen hunderttausend Dosen hätte man das Problem in Tschechien lösen können, betont Kurz. Wenn es in manchen Ländern zu wenig Impffortschritt gibt, dann ist das Ergebnis schlecht für alle, so Kurz weiter.